Willkommen im Kreativatelier Aufblühen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Als ich neulich spazieren ging, entdeckte ich unter hohen Bäumen, so ganz im lichten Schatten, entdeckte ich wunderschöne Schneeglöckchen. Und ich habe mich sofort in sie verliebt und habe so gedacht, Mensch, das hätte ich gerne bei uns auf der Terrasse. Da haben wir so einen schönen großen weißen Tisch mit einer Bank daran. Und ja, das dekoriere ich immer ganz gerne ein. Und jetzt gerade auch natürlich im werdenden Frühling möchte man da natürlich auch ein bisschen was stehen haben. Und ich finde die Schneeglöckchen, botanisch auch Galanthus genannt, hier in Europa heißen sie hauptsächlich Galanthus nivalis, also das kleine Schneeglöckchen, sind wirklich ganz bezaubernd und sind einfach so schlicht und trotzdem so elegant. Und von daher sollen die heute bei meiner Idee sozusagen der Star der Manege sein. Und ich möchte euch kurz nochmal ein kurzes Video zeigen, wo sie oder wie sie wachsen. Hier seht ihr die Schneeglöckchen in ihrem natürlichen Umfeld. Sie wachsen besonders gut im lichten Schatten von Bäumen. Und jetzt nach dem Winter seht ihr überall noch die vertrockneten Blätter liegen und Gestrüpp und bemooste Äste. Und da sind sie ganz bezaubernd mit ihren kleinen Glöckchen. Hier seht ihr nochmal eine Art Schneeglöckchen, die etwas gefüllter ist als die erste. Auch von innen sieht das Schneeglöckchen ganz wunderhübsch aus. Und hier seht ihr nochmal eine gefüllte Sorte. Ja, diese Atmosphäre, wie wir sie gerade gesehen haben, die wollte ich so ein bisschen einfangen und habe da an meinen alten Holztopf, an meinen rustikalen Holztopf gedacht, der leider schon einen kleinen Sprung hat, aber das macht nicht sehr viel, weil er innen ausgekleidet ist mit Folie und das Wasser wird dort auch aufgefangen. Ihr könnt euch schon denken, dass diese Dekoration auch relativ vorübergehend ist und dass die Zwiebeln nachher oder das ganze Schneeglöckchen dann natürlich wieder in den Garten gepflanzt werden. Ja, was habe ich hier gemacht? Ich habe meinen Holztopf genommen, der ausgekleidet ist. Wenn er nicht ausgekleidet ist, dann packt doch einfach Alufolie rein oder ein bisschen Folie, setzt dann eure Schneeglöckchen rein und umrandet das Ganze mit Moos. Um diesen wunderschönen natürlichen Look dazu zu bekommen, habe ich mir einfach noch ein paar Blätter gesammelt. Und das möchte ich jetzt einfach so anbringen, wie ich es in der Natur gesehen habe. Denn die Natur ist ja letzten Endes das größte Vorbild. Das habe ich jetzt einfach hier mit meiner Heißklebepistole vor. Und zwar packe ich einfach ein paar Tupfen Heißkleber auf ein Blatt und klebe das dann ganz leicht an das Moos ran. Also euer Holztopf muss noch nicht mehr Schaden nehmen, sondern einfach nur immer ein paar trockene Blätter anbringen. Und schon kommt dieses auf der einen Seite Wintergefühl auf durch die trockenen Blätter, aber auch gleichzeitig das neue Leben, nämlich der Frühling, der sich da durchbricht. So, das macht ihr jetzt einmal drumherum. Manchmal kleben die auch noch so wunderschön aneinander. Und ihr könnt sozusagen zwei mit einem Streich aufkleben. Es ist wunderbar, dass es heute so sonnig ist und dass die ganzen Blätter abgetrocknet sind. Natürlich, wenn die nass sind, eignet es sich nicht so gut hier mit der ganzen Kleberei. Das kann ruhig auch so ein bisschen nach vorne gehen. Sie könnt ihr anbringen, wie es euch gefällt und schon habt ihr ein bisschen diesen Waldlook. Das Ganze wird natürlich noch verstärkt durch bemooste Äste, die ich auch gleich aufgesammelt habe und die ich jetzt einfach noch befestigen möchte. Da benutze ich auch wieder meine Heißklebepistole. Suche mir dann eine geeignete Stelle und klebe das Ganze fest. Das mache ich jetzt zu meiner Seite hin auch gleich nochmal.
Also da können ruhig schon so ein paar Äste dran. Ist jetzt so ein richtig heftig großer, wunderschön bemooster. Das zeige ich euch hier nochmal. Hier sind die ganzen Heißklebefäden, die müsst ihr natürlich entfernen. Den bringe ich hier auch nochmal an. Und könnt das Ganze natürlich auch brechen. Und wie es sozusagen gerade kommt, befestigen. So, hier hinten noch einen letzten. Ja, ihr seht, das Ganze ist wirklich eine ganz schnelle Idee, die aber in ihrer Wirkung ja wirklich toll ist. So, das stelle ich mir dann auf meinen schönen großen weißen Tisch und kann mich vom Küchenfenster dran erfreuen. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nacharbeiten und ja, beim Freuen an den wunderschönen Blümchen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder und wenn ihr noch meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das einfach. Verpasst ihr keine meiner neuen Ideen. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.